Moin, moin, meine Chibis, herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Partyrunde. Lina und ich, wir tauschen jetzt einfach mal die Partner. Ich bin Mayoshi, Lina ist mal Rosalina. Normalerweise ist es immer andersrum, aber diesmal, ja, es läuft jetzt mal so entlang. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen Peach jetzt mal mit und. Oder weil Geburtstag, je nachdem, was du da mal einfach Daisy noch mitschleppen irgendwie, keine Ahnung. Haben wir Dodo hat mal ja die Party davor. Ach komm, ich nehme mal Luigi noch mit. Wir nehmen jetzt einfach mal, ich denke mal, Luigi, die waren ja alle damals schon da. Wir haben jetzt schon das nächste Brett entschieden. Wir gehen da ein bisschen eine andere Reihenfolge vor. Wir machen die natürlich beide wieder auf stark. Würde ich meinen. Wir haben letzten Mal die Yoshis Tropeninsel aus Mario Party 1 gemacht. Wenn es als nächstes würde, tatsächlich Spaceland aus Mario Party 2 kommen. Mario, da gibt es noch Peach Geburtstagstorte. 3, Mario Party 3, Wendy's Wald und Horrorland sehe ich... Woody's Wald. Gut. Ich sehe aber persönlich das Horrorland nicht als Stufe 5, also extrem schwer, egal. So, ich habe mich dafür entschieden, wir widmen uns heute Peach Geburtstagstorte. Deswegen ist auch Peach mit dabei und zudem haben wir auch gedacht gehabt, wir werden wahrscheinlich so vorgehen, dass wir erstmal Mario Party 1 abwickeln, dann 2 und zum Schluss 3. Wir gehen nach den Partys halt. Deswegen fangen wir einfach mal damit an mit einem leckeren Geburtstagskuchen. Überqueren eine leckere Torte und pflanzliche Pflanzen, Erdbeerpflanzen. Das nutzt sich. Was? Erdbeerpflanzen pflanzen? Okay. Ich meine, konnte irgendwie. Irgendwas war mit Erdbeeren gewesen, ja. Ja, gut. Runddauer machen wir mal wieder. Ich würde sagen 20? Ja. 20 Runden wieder. Bonusstellen gespielt von. Ja, Bonusstellen. Das ist auch immer ab 20 irgendwie nur. Zwei Bonus. Klassisch. Gibt. Was hast du gesagt? Es wären nur Sterne für Münzen und Minispiele und Ereignisbonus vergeben. Ach, Moment. Was heißt denn das? Heißt das, man kann Sterne auch so finden? Also Bonussterne können nur im Spielverlauf erheblich für Schnaps gehen. Ja, gut. Klassisch verstehst du ganz alt. Wirklich, hier steht nur. Es wären nur Sterne für Münzen, Minispiele und Ereignis vergeben. Wollen wir das mal machen, so ganz klassisch. Guck mal, von mir ist auch früher gab es ja nicht viel mehr. Wollen wir das mal machen, eine Runde? Können wir. Na gut, dann weiß man natürlich, was da kommt, aber kann man ja drauf hinarbeiten. Ich würde sagen, wir versuchen es einmal. Ganz die alte Wiese hier. So, Mischpass, Regensteuerung erläutert. Ja, kann man ja machen. Ohne Sterne. Guck mal, könnte das... Jo, machen wir einfach so, ne? Machen wir mal jetzt eine ganz klassische Route. Also bei meinem Minispiel dann sozusagen auch noch klassisch einstellen kann. Also nur die Minispieler, die es auch Mario Party 1 gab, aber dann kann ich auch gleich Mario Party 1 spielen. Ja. So, nehmen wir das Ding mal wieder schon in der Hand. So, da wären wir. Dieses Peaches Geburtstagstorte. Oh, die Biskuits, wie lecker der aus. Boah, wie schön der einfach lecker aussieht. Lecker. Ich würde nicht unbedingt die Figuren da... Schön, dass da Donkey Kong Wario schon gab. Guck dir mal, wie der früher ausgesehen hat. Diese Torte ist eins für den Geburtstag einer besonderen Prinzessin entstanden, ja. Warum ist Peach denn nicht die Körperfigur? Sogar die Kerzen waren seinerzeit riesig. Es war nicht leicht, sie alle anzuzünden. Oh, wie schön. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir jetzt feiern. Zu Recht. Nun, wir wollen wieder eine Geburt feiern. Die Geburt eines Superstars. Alles klar, wir möchten darum bemüht, Superstar zu werden. Ich leck aus, man ließ mich gleich reinbeißen. Den Ehrgeiz dazu habt ihr alle, soweit ich sehe. Also gehen wir zur Sache an. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Ich bin Medizinlinie. Tor und übernehmen mal wieder den Scheiß. Ah ja! Dann leitet euch jetzt wohl an, ja? So, ich spiele jetzt zum ersten Mal auf diesem Brett eigentlich ja. Na du ja. Ja, deswegen mache ich mal ja. Von mir ist aber auch schon sehr lange. Prima, dann kläre ich mal alles Wissenswerte. Da sieht man die ganzen Figuren, die es früher nur gab. Das Spielbrett sieht lecker aus, aber was sind das für Paare von Feldern im Grün? Ja, Ereignisstern, das weiß man ja. Passt ja aber gut, dass wir deswegen Ereignis drin haben. Vorsicht vor dem Bowserfeld und Rohnfeldern auf dem Weg über den Pudding. Lecker. Wer aufmerksam ist, entdeckt in der Nähe eines Puddings vielleicht einen Goomba. Ja, aber stand doch bei den Bonus. Dieser Goomba, lass mich mal vorlesen. Dieser Goomba entscheidet, welchen Weg du nimmst. Also ruhig mal vorbeischauen. Zuerst werfen wir zum Zugang vor. So. Wir standen doch aber auch da bei den Bonusstellen, je nachdem, wie viele du nimmst, in deinem erheblichen Spielverlauf, wenn du alle hast. So, du fängst sogar diesmal als erstes an. Erst bin. War ich in der letzten. Nee, in der letzten Runde war ich. Doch, da war ich doch auch Dritter. Du warst doch Letzter. Ja. Ich sagte doch, meine Stapel. Kann ja auch sein, dass vielleicht, wenn da wirklich steht, Bonussterne erheben.
Komm aber ändert das erheblich, dass das Spielbrett dann vielleicht auch ganz anders aussieht, je nachdem, welche Bonussterne man aktiv hat. Wir versuchen jetzt einfach das mal. So, der Stern. Da oben ist wieder Totelle. Erheblich ist aber auch so ein scheiß nerviges Wort. Blödes Wort, ey. Jetzt ist alles bereit, dann legen wir los. Also gut, viel Spaß noch. Ich starte meistens immer in Super Mario Party. Ich weiß nicht, warum ich immer als Dritter starte. Ich muss mich so ungewöhnen, dass ich nicht unten rechts gucken muss, sondern oben links. Tja, du musst es ja als erstes losziehen, also muss ich auch nicht beschweren. Selbstgemachte Leinen. Du kommst gleich schon auf Ereignis. Willst du eine Erdbeerpflanze anpflanzen, klein oder groß? Ja, du kannst ja nur klein. Klein kann ich nicht. Das soll eine Erdbeerpflanze sein? Sieht für mich aus wie ein Stachy. Na, wenn das ein echtes Praxis-Erdbeerpflanze ist. Wenn ein Gegner Spiel hier landet, klaut ihm die Erdbeerpflanze Münzen. Das ist doch keine Erdbeere, das ist eine Piranha-Pflanze. Aber würde ich ein bisschen. Kann man die auch irgendwie wieder verlieren? Das würde ich ja ein bisschen. Das weiß ich nicht. Das würde ich ehrlich gesagt ein bisschen gemein finden. Muss man genau da drauf kommen? Du bist eigentlich gerade dran vorbei. Ich bin doch nicht Luigi. Immer noch, ich bin Yoshi. Oh, Kacke. Na toll. 2 ist wirklich kein guter Start. Vielleicht bringt mir Yoshi Pech. Auf ihre eigene Torte kommt sie langsam voran. Luigi ist der gierigste am Buffet. Wie schön hier einfach aus. Vor allem die Figuren. Ah, du mit Luigi im Team, ich mit Peach. Zurück zum Absender. Das kommt mir bekannt vor vom Namen. Ja. Ach, das. Ich mochte das nicht. Nee? Nee. Au. Und am besten ist es auch, sich aufzuteilen. Einer die oberen 3, einer die unteren 3. Du bist aber auch echt lange gestunt. Ja, ich glaube, wenn das einmal dir passiert ist, dann ist es ein Todesurteil, so gut wie. Ach! Dominiert! Ich glaube, wenn du wirklich einmal gestunt bist, ist es wirklich dein Todesurteil. Ich hab mich hat's auch einmal getroffen. Luigi hat dir auch scheiße angestellt. Ja, meistens habe ich hab die obersten 4 Knöpfe gemacht gehabt. Ich hab Peach eigentlich nur 2 machen lassen und hab dann mal gut. Ja, dann war, wenn wir die das zusammenspielen würden, wie gesagt, teilt man sich einfach auf und dann ist gut. Boah, Alter, wie viele scheiß Pflanzen pflanzt du denn hier an, ey? Die muss man doch irgendwie wieder wegkriegen. Ach komm. Da kann ich auch schon mal ein bisschen. Aber verlieren die bloß, kriegt man die. Nee, die Münzen kriegt man aber nicht gut geschrieben, ne? Weiß ich doch nicht. Du kennst das Brett, ich nicht. Das ist schon voll lange her, dass ich Mario Party 1 gespielt habe. Ja, also musst du mich auch nicht fragen. Nachdem die anderen rausgemacht sind, doch meistens Mario Party 1 nicht mehr angefasst, weil alles geskriptet gewesen. Boah, Yoshi, du bringst mir gerade kein Glück, merke ich. Mann, oh, ich gebe mir noch Mühe. Ich bin gerade voll langsam unterwegs. Alter, wie euch alle hier die Felder einsackt, die Pflanzen. Und ich habe hier das Nachsehen. Es muss aber irgendwie doch eine Möglichkeit geben, dass man auch noch irgendwie. Das würde ich echt ziemlich scheiße finden, wenn das ist. So mal, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, nach dem Prinzip. Ich weiß es nicht, auch schon wieder mit der Lusche zusammen. Hä? Nee. Doch. Kritzelkreise? Was ist das denn? Aus Mario Party 3 kenne ich nicht. Was muss ich machen? Versucht als Zweierteam mit euren Stiften so zu zeichnen, dass die Stempel von einer durchgehenden Linie umgeben ist. Man muss eigentlich einen Kreis drum malen. Einfach einen Kreis drum malen? Okay. Ja, aber diese Linie geht ja auch wieder weg nach einer Zeit. Okay. Das ist ein komisches Spiel. Die Steuerung ist hier aber auch noch sehr schwerfällig. Das mit sowas habe ich noch nie gerechnet gehabt. Das muss aber wirklich nicht perfekt sein, der Kreis. Scheiße. Luigi! Ah. Hauptsache es ist zu. Das. Nee, ihr habt einen Vorteil. Nee.
Habt ihr gewonnen. Aber trotzdem noch sehr langsam unterwegs. Früher war das aber noch schwieriger. Also das Minispiel finde ich aber ehrlich gesagt nicht so pralle. Das war früher richtig schwer. Vor allem, ist das festgeschrieben, wo das runterkommt? Das weiß ich nicht. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen... Selbst, du musstest ja so lange warten, selbst wenn Tod da rausgeflogen ist, bis das wieder runterkommt. Ich glaube, du kannst dich währenddessen gar nicht da richtig bewegen. Also das finde ich ein bisschen blöd. Es war auch nicht mit meiner allerersten Mario Party, ne? Das so. Dass da noch nicht alles perfekt war, ist auch normal. Alter, was hast du für ein Würfelglück? Das Problem ist nur, wenn du das nächste Minispiel nicht gewinnst, hast du kein Cash. Ja. Und Luigi hat sich den ersten Stern gesichert. Wenn der nicht wieder... Ich weiß nicht, ob Mario Party 1 ist immer so übrig war, dass er im gleichen Stelle platziert ist. Das weiß ich. Warte, meines war eigentlich noch bei der Yoshi-Insel so. Dann kann es natürlich jetzt sein... Nee, der scheint da oben zu bleiben. Vielleicht ist es wirklich ein Mario Party 1 Ding gewesen, dass die Sterne immer einen festen Platz hatten. Das ist jetzt so lange her. Ich habe Mario Party 1 nicht mehr wirklich gespielt, nachdem die anderen halt kamen. Ey, das gibt's doch nicht! Dann verdient. Okay, die verschwinden wieder, sobald die einmal benutzt worden sind. Und für. Und anscheinend ist das so. Hat die nicht mehr als 5 Münzen abgezockt? Nee, die haben mir 5 Münzen abgezockt gehabt. Anscheinend ist es auch so, wenn du eine kleine Pflanze reinpflanzt, du es für 5 Münzen, gibt die auf 5 Münzen wieder. Also es ist eigentlich nur dafür da, um den Gegner sozusagen einen Strich durch den machen. Wenn du also 30 Münzen, glaube ich, da reinpflanzt, dann wird der Gegner auch 30 Münzen abgezogen. Ja, wenn du so viel da hast, dann hast du einfach mal einen Stern zusammen. Ja, du musst ja vorher auch 30 Münzen bezahlen, ne? Ja, aber wenn du... L im... Achso. Ach, das Schaukelchocki. Irgendwie bin ich aber... Hä? Man darf es ja auch nicht übertreiben. Irgendwas in die Möhren auch aufgebraucht. Bin ich der Einzige, der eigentlich bei dem Spiel gerade an Ocarina of Time denken muss und an Depona? Oh Gott, das Spiel kriege ich überhaupt nicht hin. Ja, man darf es auch nicht zu sehr übertreiben mit den Möhren. Das Ding doch wenigstens redet, aber wir sitzen auf einem Holzpferd. Ich check das Spiel nicht. Wie gesagt, du darfst einfach nicht zu sehr übertreiben. Und wenn alle Möhren weg sind, bist du halt mal kurz gestunt. Achso, die blauen bringen auch, sind schlecht, ja. Okay. Aber ist das nicht unfair? Was? Da ist ja Peach gewonnen, das sieht man doch. Nee, aber ist das nicht unfair, dass wie die Positionen sind, dass sie schon irgendwie sagen, ein Statue? Was weiß ich. Ja, aber ich bin trotzdem nur Dritter geworden, siehst du ja. Das Spiel muss ich mich gewöhnen. Wie gesagt, man sollte immer am besten so sehen, dass halt die eine Möhre halt übrig bleibt, sag ich mal. Mhm. Tja, jetzt hast du aber nicht genug Geld dafür. Nee. Ich muss manchmal selber wieder reinkommen. Nicht genug Cash, Rosalina, verschwinde, du vergraust mir das Geschäft. Ah, der Itemladen. Ich kann mal zumindest mal einen Doppelwürfel holen. Na, 5 Münzen geht ja auch wirklich klar dafür. Ja. Interessant, dass du keinen Dreifachwürfel kaufen kannst. Vielleicht gibt es in anderen Shops noch später. Vielleicht kann man dich auch noch per Glücksfall kriegen. Das kann auch sein. So, es wäre mal schön, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen vorankäme. Ich nehme auch jeden Scheiß gerade mit, ne? Acht! Okay, dann ist es glücksbasiert, wie viel das abzieht. Ja. Du hast nämlich eben nur 5 investiert gehabt. Hätte ich nicht vorher kriegen können. Ist sie jetzt eigentlich...
Aber die ist jetzt da. Warum ist die denn jetzt noch da? Die erste ist doch verschwunden, nachdem du hast. Das ist mieses Eis, komisch. Ich habe das Gefühl, Yoshi bringt mir Unglück, seitdem du den spielst. Das war eigentlich nicht meine Absicht gerade, wie ich gesagt habe, der bringt mir Unglück mit dem Hurra! Bombige Rechnung, ja schön. Ach, die, alte Misere. A plus, B minus, ja, okay. Man kann irgendwann wieder zurückzählen. Diesmal, Leute, nicht falsch verstehen, ich bin Yoshi, ne? Auch auf 20. Das kann ja sein, dass wir manchmal Bob-Oms kommen, dann sind wir welche weg. Mhm. Das ist, glaube ich, mir immer zum Zufall, dass keine einzige kommen ist. Deswegen kamen wir auch wieder zurück. Früher war es auch tatsächlich mal so, dass welche neu dazugekommen sind, dass manche Pilze auch so Toads holen und alles. Oder dass man aus manchen Gräbern noch ein Bubu rausgekommen ist. Ich wollte mich erst 19, aber war ich gut, dass ich auch noch auf 20 gemacht habe. Ja, weiß ich, aber doch jetzt noch nicht. Warum nicht? Jetzt haben wir doch. Ach, verstehe. Du kannst also, wenn du bei Bowser einmal entlang gehst und der Gumma dir wohlgesungen ist, kannst du gleich nochmal hier rauf. So rum. Je nachdem, wo er dich schickt. Also wenn du über Bowser gehst, hast du Glück, kommst du wieder Richtung Stern. Und ja, wenn nicht, dann muss ich nochmal. Dann musst du ganz außen rum, ja. Ja. Deswegen behalte ich dir mein Item erstmal noch für den Fall der Fälle, dass ich außen rumlaufen darf. Ach, du hast aber. Wollen wir mit aussuchen, wenn wir Glück haben. Zeit für eine Blumenlotterie. 10 Münzen bringt dich ans Ziel deiner Träume. Vor allem schon, du musst die Scheiße auch noch zahlen, ob du willst oder nicht. Dann wähle einen Blumensamen aus. Nur einer bringt dir Hauptmann. Die sahen früher aber ganz anders aus. Früher war das einfach nur so rot, gelb, dann schauen wir doch mal. Los geht's. Vor allem in den Kuchen einpflanzen, ne? Das sieht doch... Scheiß. Schöne Bowser-Blume. Glückwunsch, das ist ein Hauptgewinn. Schöne Grüße auch an König Bowser. Also das ist der Hauptgewinn. Da ist jetzt ein Glückwunsch, Schatzi. Du hast gleich den Hauptgewinn gezogen. Früher sahen die zusammen aber ganz, ganz, ganz anders aus. Das ich weiß es nicht. So stumpfes Samen, rot, gelb, grün, blau. Okay. Also nicht so, wirklich so, Naja, holt sich den, ja. Na, wenn Luigi so weitermacht, dann kann es sein, dass er... Okay, wenn du nicht genug hast, nimm dir einfach das dir ab, was du hast. Ist er den gleichen Samen genommen wie ich? Ich glaube ja. Ja. Siehst du, ich habe auch gerade den gelben genommen. Ist ja natürlich auch klar, also ich meine, wenn das immer derselbe wäre, dann ja, ist ja easy. Was ist denn das? Mann! Zehn Münzen. Warum zum Fick? Mein ganzes Geld geht jetzt. Ja, das Brett ist gemein. Ich hatte es früher schon nicht gerne gespielt. Ey, Yoshi, das war, glaube ich, Mario Party 1 mein Hassbrett. Ich Yoshi bringt mir aber auch gerade echt kein Glück. Ich mochte das Brett aber schon damals nicht. Yoshi bringt mir auch gerade echt kein Glück. Dreimal hintereinander bin ich jetzt auf so ein scheiß Ereignis gefallen. Gut, ich kriege den Ereignis stellt jetzt bisher, so wie es aussieht. Aber scheiße, ich habe keinen Bock mehr, meine Münzen zu verlieren. Boah, Kerkerdoppel haben die mit reingenommen. Ui. Ah, die ist aus 8. Eine wenigen Spiele, die mir in der Rubim sind. Ich wollte erst dann kann ich mich gar nicht erinnern. Doch. Einfach nur Münzen einsammeln, ja, oder was. Dann mach mal. Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Kerkerdoppel wird auch lustig. Hm. Wenn es irgendwann dran kommen sollte. Trotzdem finde ich es komisch, dass hier alle Minispiele schon auf. Ach, man kann auch springen. Gedeckt sind.
Also nicht ein Fragezeichen oder so. Ja. Das finde ich sogar ein bisschen blöd gemacht. So weißt du manchmal gar nicht mehr, ob du das Minispiel schon dran hattest oder noch nicht. Ja. Au. Ein bisschen unglücklich gelöst, so. Stimmt, das war ein Team-Minispiel, ganz vergessen. Ja. Ich habe extra vergessen, dass ich mit Luigi bin. Ich dachte, ich komme nicht mehr mit Peach im Team. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wäre ich sonst immer Yoshi nicht. Ich habe ganz vergessen, dass es ein Team-Minispiel war. Ich habe einfach drauf los. Hä, wieso denn 30? Wieso habe ich denn so viel Cash? Wir hatten 15 gehabt. Wieso wurde das. War das mal 2 Spiel? Habe ich gar nicht drauf geachtet gehabt. Wohl. Wie viel bräuchte ich denn noch? Ja, 10. 10. Ich kann es ja vorsichtig mit Doppelwürfel machen. So, mal schauen, was Bowser dir gleich andreht. Hast du auch gerade Würfelglück? Hey, da magst du mit Torte was? Hm, das wird dir schmecken, wie sagt sie Rosalina. Hier, ganz früh aufgestanden und Kuchen, habe ich mir die richtige Delikatesse. Ja, sieht einfach nicht so toll aus. Mein Meister will kurz die schlappe 20 Münzen stecken. Boah, viel Arbeit Arsch! Drin. Dann ist es ja besser, den Umweg zu laufen, den großen. Jetzt komm mal in die Gänge und verputz das Ding. Kannst eh was vertragen, Rosina. Der Kuchen ist übrigens aus Felsgestein, also vorsichtig beißen. Rohn gefällt das. Ja. So auf Twitter, also der Grone gefällt es. Boah, es ist eigentlich besser, außenrum zu laufen, weil da sind wir, ja. Schön ein Kuchen. Du wirst auf dem Weg der 30 Münzen los. 10 für den Samen und 20 nochmal für Instagram den so, auf Instagram so angehen mit den Kuchen, mit dem wir hier was gebacken haben. Corona gefällt das. Bigoron. Stimmt, so, ich mag gerade überlegen, wie einen nochmal ins Corona hieß. Bigoron. Och, wie alle diese scheiß Pflanzen habt, ey. Nur ich guck, wie doof eine Röhre. Ich finde es aber ein bisschen komisch, dass eine verschwunden ist und die andere aber noch da war. Die von Peach ist auch noch da. Ja! Wenn es wenigstens die Möglichkeit gibt, die abzukaufen. Oh. Ey, es ist doch nicht wahr. Ja, das Brett ist... Ja. Ach. Yoshi! Man mag es oder man hasst es, ich mochte es nicht. Ich bin gerade sauer auf Yoshi, es kann nicht sein, dass ich immer nur gerade 1, 2, 3 und so würfel. Wo bin ich denn hier? Bei Super Mario Party? Huch, jetzt ist einsam weg. Ja, ich glaube, es geht so lange, bis einer bei Bowser landet. Toll. Ich war da schon bei Bowser. Ja, der nächste, der da lang kommt, 50-50 Chance, zu Bowser zu kommen. Oh nee. Na super.